Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Bundesministerin, sehr geehrte Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen. Ich finde, heute ist ein guter Tag für die fleißigen und tüchtigen Menschen in diesem Land, weil dieses Parlament heute einen Beschluss fassen wird, der diesem Fleiß auch Rechnung tragen wird. Ich denke, dass es richtig und wichtig war, eine Bestimmung in das Regierungsprogramm aufzunehmen, nämlich eine freiheitliche Forderung, die Herbert Kickl, Dagmar Belakovic und ich als Seniorenobmann seit 10 Jahren gefordert haben und das dann Eingang gefunden hat ins Regierungsprogramm, nämlich eine Mindestpension für jene Menschen auch zur Auszahlung zu bringen, die 40 Jahre in Österreich tüchtig auch gearbeitet haben. Das wird heute beschlossen, 1.200 Euro bzw. 1.500 Euro. Und ich denke, das ist ein Meilenstein in der österreichischen Sozialpolitik. Eines ist dennoch schade, und Kollege Loacker, das ist genau aus diesem Grund auch schon nicht richtig, dass wir heute den Wahlzuckerl verabschieden, weil es eine 10-jährige Forderung der Freiheitlichen Partei ist. Das heißt, vor 10 Jahren habe ich das erste Mal nicht von diesem, sondern vom drübrigen Rednerpult aus diese Forderung erhoben. Und es ist deshalb schade, dass das damals nicht schon umgesetzt wurde, weil durch die Blockade der Sozialdemokratie, vorwiegend ausgedrückt durch den Herrn Bundesminister Hunsdorfer, in der Folge Bundesminister Stöger, uns die Unwahrheit gesagt wurde. 10 Jahre lang hat man behauptet, diese Reform kostet 8 Milliarden Euro. Und wie sich herausgestellt hat, bei der Durchrechnung der neuen Bundesregierung war es ein Klacks gegen das, was uns 10 Jahre lang erklärt wurde. Der Schaden für die Pensionistinnen und Pensionisten über die 10 Jahre, wo sie das nicht bekommen haben, beträgt mittlerweile 50.000 Euro pro Pensionist. Und das hat die Sozialdemokratie leider zu verantworten. Das tut mir leid für die Menschen, denen dieses Geld heute abgeht. Aber nichtsdestotrotz, 45.000 Menschen werden ab 1. Jänner 2020 vom Vorteil dieses heutigen Beschlusses profitieren. Es wird deshalb dazu führen, dass wir dazu beitragen, dass es dazu führen wird, dass Pensionisten weniger zu Bittstellern der Politik werden. Es wird dazu beitragen, dass die Armut bei den Pensionistinnen und Pensionisten weniger werden wird und ein Altern in Würde deshalb möglich gemacht wird durch die Freiheitlichen Partei. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Aufmerksamkeit.